Brieffüllenformate und Faltungen für Briefe. Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial Brieffüllenformate. Ja, wir sehen hier das Brieffüllenformat C4. Das ist so groß, dass ein DIN A4 Blatt hier ohne weiteres Platz hat. Das hat den Vorteil, wenn man zum Beispiel ein Bewerbungsschreiben verschicken möchte, dass man das nicht nochmal knicken muss. Und so kann man das dann knickfrei mit dem Format C4 verschicken. Das nächste Format ist das Format C5. Um hier Blätter reinzubekommen, braucht man eine Faltung. Einfach in der Mitte falten, nennt man Parallelfalz, und dann hat es das Format, dass es hier Platz hat. Die nächste Faltung ist der Altarfalz. Einfach die rechte und die linke Seite umschlagen, so dass sie sich in der Mitte treffen. Das sieht dann aus wie so ein Flügelaltar, drum der Altarfalz, und hat hier ebenfalls dann die Größe, dass es hier gut ins Kuvert reinpasst. Das nächste Kuvert hat die Größe C6. Hier braucht man eine Kreuzfaltung. Das heißt, es wird einmal in der Mitte gefaltet und dann einmal nach hinten, und schon hat der Brief im Briefkuvert Platz. Hier ist eine Sonderform, das ist das Format B6. Hier kann man auch eine Kreuzfaltung machen, hat aber jetzt den Vorteil, dass in das Kuvert B6 das Kuvert C6 Platz hat. Und vielleicht habt ihr das schon mal bekommen, ein Werbeschreiben, das ihr öffnet, wo dann das Antwortkuvert innen schon mit enthalten ist. Das nächste Kuvert hat die Bezeichnung C65 oder DL für DIN lang. Um hier einen Brief reinzubekommen, verwendet man entweder den Wickelfalz, das heißt, die rechte Seite wird nach innen eingeschlagen, die linke Seite auch nach innen, und dann hat man wieder dieses Format, das genau hier Platz hat. Die zweite Möglichkeit ist die Zickzack-Faltung oder Leporello-Faltung. Das heißt, ich zeige es mal von der Seite. Hier wird so gefaltet, dass hier praktisch von oben gesehen so ein Zickzack-Muster entsteht. Und dann hat man auch wieder dieses Format, das hier in das Format DL hineinpasst. Dieses Briefkuvert gibt es übrigens auch mit Fenster. Hier muss man halt aufpassen, dass die Adresse genau an der Stelle ist, wo das Fenster ist, weil sonst müsste man die Adresse noch einmal extra draufschreiben.